Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines mit Snowfall und After Dark. In der letzten Folge haben wir hier noch schnell das Gebiet gemalt, das neue Bürogebiet, weil wir auch wieder Bedarf haben. Ansonsten ganz viele Parks gebaut, damit hier unsere Einwohner auch zufrieden sind. Werden sie mit dem Stau hier wahrscheinlich nie, aber trotzdem. Dann jetzt ganz, ganz viele Büros hinzufügen. Können wir eigentlich auch ziehen. Und die zwei Kreisverkehre können wir eigentlich auch als Nicht-Autobahn machen. Das hier haut natürlich nicht hin. Ich könnte hier eine normale Straße reinsetzen und dann hier eine Allee. So, sieht zwar komisch aus, aber was soll's. Das passt schon soweit. Dann können wir hier noch ein bisschen mehr Büros hinzufügen. Hier ein bisschen mehr Büros hinzufügen. Und dann haben wir hier unser Bürogebiet auch schon vollständig ausgebaut. Es ging jetzt schneller als erwartet, muss ich sagen. Weil ich hatte nicht gedacht, dass unsere Stadt so schnell wächst. Weil zwei Inseln sind ja eigentlich schon komplett voll. Beziehungsweise Schwarzwasser muss man auch noch mitzählen, ist ja auch komplett voll. Darum ist jetzt sowieso ein bisschen Warten angesagt. Und da wir auch Geld haben, könnten wir mal überlegen, was wir hier noch bauen. An Monumenten haben wir bloß das Schneeberg-Restaurant momentan. Wie groß ist denn das? Das ist extrem groß. Das Schneeberg-Restaurant. Es wäre schön, wenn ich das da hinsetzen könnte. Ich könnte das natürlich hier hinsetzen, aber da kommt niemand hin. Das Brandenburger Tor, das kommt natürlich hier nach Lakefield, wo wir immer noch einen Namen brauchen. Es wäre ganz nett, wenn ich es hier oben reinsetzen könnte, aber das passt ja leider vom Platz her nicht. Ich könnte das natürlich hier reinsetzen. Und werde das auch tun, weil das so schön reinpasst. Dann haben wir hier ein Brandenburger Tor mitten in der Stadt drin. Da verlief auch die Grenze zwischen dem Spiel eigentlich zwischen rein gar nichts und gar nichts. Ich würde fast sagen zwischen Ost und West, aber hier ist eher zwischen nix und nix. Das hier ist natürlich auch viel zu groß, das Gebäude. Das passt dann nirgendwo mehr hin. Nee, das passt da wirklich nirgendwo mehr hin. Das ist ja dämlich. Hier ist nichts freigeschalten. Hier haben wir bloß Parks, Statue des Wohlstands. Da drüben brauchen wir übrigens auch noch Wasserleitungen. Beziehungsweise Strom und Wasserleitungen sind ja Strom und Heizungs- und Wasserleitungen. So ist es richtig. Die sind ja hier kombiniert bei diesem Spiel. Was ich einerseits auch ganz nett finde, andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, hätte es ruhig auch eine andere Mechanik geben können, weil das da ist jetzt auch nicht so sonderlich spannend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bei dem Großen und Ganzen sind das ja bloß Wasserleitungen mit einem etwas dickeren Aussehen. Darum wäre es eigentlich auch ganz nett gewesen, wenn es wirklich zwei verschiedene Typen an Leitungen gegeben hätte. So dass man da auch wirklich planen muss. Weil momentan habe ich noch keinen wirklich gesehen, der das auch wirklich geplant hinsetzt, die ganzen Leitungen. Das hier sollte sich recht bald hier verbinden. Ich bin mal gespannt, wann das passiert. Und hier diese vier abwesenden Gebiete. Das hier könnte ich theoretisch verbinden. Aua, Entschuldigung. Haut das so hin. Das haut so hin. Das ist schön. Das haut auch hin. Dann kann ich das hier verbinden. Dann hat dieses Gebiet hier drüben Strom. Hier kann ich das recht schlecht machen. Genauso wie hier drüben. Also hier bei den drei Gebieten, da müssen wir wirklich warten, bis irgendwas entsteht.
Weil manuell ist ein bisschen blöd. Hier gibt es auch irgendwie nicht sonderlich viel. Ich würde gerne warten, bis wir hier unsere Monumente bauen können. Das können wir bei 560.000. Das dauert auch noch ein gutes Stück, bis wir dort sind. Hier könnte ein Stadion rein. Mhm. Dann bauen wir hier mal ein Stadion rein. Zum Beispiel hier an die Seite. Warum denn auch nicht? Hat da Strom? Es hat Strom, das ist schön. Das Gebiet hier drüben hat jetzt auch Strom. Dann fehlen bloß noch hier die zwei. Und das sollte auch relativ bald passieren. Da die Stadt jetzt auch wieder schön wächst, weil alle drei Gebiete im mehr oder weniger ausgeglichenen Zustand sind. Jetzt ist halt wieder so eine Zeit, wo nicht sonderlich viel passieren tut. Aber dann werden auch bald die Bedürfnisse wieder steigen. Das Einzige, wir haben hier noch keine Straßenbahnlinien hingesetzt. Das werde ich jetzt noch ganz, ganz fix tun. Machen wir mal hier. Dann darüber. Zwei. Hier runter. Drei. Sollen wir hier auch noch... Warum kann die eigentlich darüber fahren? Eigentlich hatte ich mir eher gedacht, dass das hier Einbahnstraßen sind. So zum Beispiel. Bloß am besten auch noch, dass sie in die richtige Richtung gehen. So müsste das jetzt passen. So kann ich hier die Linie irgendwie wieder fortführen. Kann ich, das ist schön. Das heißt, jetzt fahren die auch tatsächlich darüber. Ja doch, machen wir einfach hier vier Haltestellen. Dann machen wir hier drüben. Da kann ich keine Haltestellen auf der Brücke hin tun, das ist ja nervig. Ich könnte von hier anfangen und dann hier rüber gehen. Kann ich ja nichts und wieder verbinden. Danach hier oben genau dasselbe. Wir machen das jetzt erstmal in Uhrzeigerrichtung, beziehungsweise gegen Uhrzeigersinn eigentlich. Wenn man es genau nimmt, aber das nimmt ja keiner genau, darum passt das. Hat auch keiner gehört, dass ich was falsch gesagt habe. Zack. Dann hier drüben. Bam. Und hier wieder verbinden. So, dann haben wir hier wieder vier Linien. Das einzige, die sind nicht verbunden. Da müssen wir doch irgendwie eine Linie runterbringen, damit die Straßenbahnen auch wirklich hierher kommen können. Mit dem Verkehr schaut das ganz gut aus. Hier könnte ich theoretisch noch eine Bahn komplett außenrum machen. Könnte ich eigentlich auch fast. Eins. Obwohl, nee, dann ist die Linie viel zu lang. Also wir machen es wirklich hier. Die Linien werden viel zu lang. Aber wir können dann immer noch was ändern. Das sind sowieso bloß drei Haltestellen auf der ganzen Linie. Müssen wir schauen, wie wir das jetzt auch noch verbinden können. Ich könnte von hier mit der Linie runtergehen. Ich wollte eigentlich hier, dass da auch noch eine Verbindung zwischen den zwei Stadtteilen ist, aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen können. Wie kann ich das hier jetzt am besten machen? Könnte natürlich von hier, kann ich nicht, weil kein Platz, na super. Aber ich könnte theoretisch das hier umbauen, damit wir hier die Straßenbahnlinie hier wirklich hinsetzen können und dann später auch
beziehungsweise warum später eigentlich jetzt dann auch wirklich verwenden können. Das einzige, das Gebiet hier muss wieder weg und muss hier noch ein bisschen angemalt werden. So, das passt jetzt wieder. So, dann können die Straßenbahnen hier lang fahren. Und danach hier können wir es verbinden, irgendwie mit da drüben. Die Frage ist bloß, wie. Ich würde fast sagen, dass wir von hier oben erstmal eine Brücke hier rüberziehen und dann in den Abgrund gehen. Dafür ist allerdings das Gefälle zu steil. Jetzt könntest du aufhören, hier Kurven reinzubauen. Könntest du aufhören, die Kurven reinzubauen? Er möchte nicht. Das heißt, wir machen das hier nochmal neu. Nämlich runter. Dieser Ort ist bereits belegt. Das ist halt nicht so sonderlich einfach hier. Ich hoffe, das funktioniert so. Zack. So. Kann ich hier dann auch noch in den Untergrund? Kann ich nicht. Warum denn auch? Wäre ja viel zu schön gewesen. Warum sollte ich da auch runtergehen können? Ach. Gefälle zu steil. Könnte irgendwie versuchen. Ja, Ort ist bereits belegt. Das soll mir relativ egal sein. Ich versuche hier gerade irgendwie das hier zu machen, aber das haut einfach nicht hin. Das haut nicht hin, das haut nicht hin, das ist doof und haut nicht hin. Es wäre schön gewesen, wenn es hier funktionieren würde, aber es funktioniert hier leider nicht. Das funktioniert ja alles leider nicht. Ich könnte auch von hier runtergehen. Das haut sogar hin. Dann könnte ich hier wirklich runtergehen. So zum Beispiel. Na, so zum Beispiel. Die Frage ist bloß. Also ich könnte hier wirklich so damit arbeiten. Nur schaut das so gut aus, ist die Frage eher nicht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil es muss ja nicht gut ausschauen, es muss praktikabel sein und das ist es ja. Darum haben wir hier eine Verbindung. Und so schlimm schaut das jetzt auch nicht aus, das passt schon. So, dann haben wir hier eine Verbindung, hier noch ganz viel Stau. Also so richtig extrem viel Stau. Aber das ist ja nicht unser Problem, doch eigentlich schon. Und ich probiere jetzt mal was aus. Ich probiere jetzt wirklich mal was aus. Ich glaube nicht, dass das sonderlich schlau ist, was ich mache. Aber ich probiere es mal. Mal schauen, wie sich das jetzt verhält mit dem Verkehr. Müsste sich theoretisch das hier beruhigen. Und hier und da drüben extrem viel Stau geben. Mal schauen, ob das wirklich so ist oder nicht. So, das hier müssten wir eigentlich auch noch ausbauen, zu einer richtigen Autobahn. Zack und zack, zack. Eigentlich auch mit Lärmschutzwänden. Zack, zack. Hier drüben eigentlich auch. Bats, 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 wenn wir schon dabei sind. Ich konnte doch gerade hier das ausbauen, oder nicht? Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich hier drüben auch schon die ersten Verkehrsprobleme. Darum bastel ich das mal zu einer Allee um, zu so einer großen. So, dann haben wir hier tatsächlich die Verkehrsprobleme, die ich auch erwartet hatte. Das sind die Verkehrsprobleme leider viel zu groß. Aber halt, stopp mal. Ihr könnt da lang und da lang, ihr könnt da lang und da lang, es passt gut. Das passt. Da muss ich jetzt bloß noch hier die Straßenbahn verbinden. Dafür müssen wir einfach hier hinaufgehen und da einfach verbinden.
Und jetzt können auch schon die Straßenbahnen von hier losfahren. Wir werden mal eine... stopp. Wir werden mal einer nachfahren. Und werden mal schauen, wie sich das verhält für die letzten paar Minuten in dieser Folge. Schauen wir mal der Straßenbahn zu. Und da müssen wir wirklich überlegen, wie wir das hier mit dem Verkehr regeln. Bei dem Gebiet oben, also im Nordbereich, müsste das eigentlich ohne größere Probleme funktionieren. Bloß hier im Südviertel weiß ich ganz ehrlich nicht, wie wir das am besten machen. So, dann könnten wir hier auch theoretisch auch eine kleine Verbindung machen. Wenn die mal Gummi geben würden, die Straßenbahnen hier. So. Du bist jetzt unterwegs in den Nordbereich. Hier sehen wir ja leider nicht viel, weil es unter der Erde ist. Halt, das wollte ich nicht. So. Jetzt hör auf. Jetzt aber gleich müssen wir auch wieder an die Oberfläche kommen. Nämlich jetzt kommen wir auch in die Kurve rein und müssten gleich die Straßenbahn hier vorne erblicken. Zack, da ist sie auch schon. Welche Linie bist du überhaupt? Irgendeine. Ach, das ist die, die komplett verbindet. Das ist die, die komplett verbindet. Okay. Dann ist das soweit ganz gut. Die Straßenbahnen sind unterwegs. Straßenbahnen sind unterwegs. Haben die eigentlich auch schon Fahrgäste? Hier sind mal noch keine Fahrgäste, soweit ich das sehen kann. Aber ich glaube, das wird sich dann auch noch im Laufe der Zeit ergeben. Das wird sich auch im Laufe der Zeit ergeben. Wie schaut es jetzt noch aus für den Verkehr? Schauen wir das noch ganz fix an. Verkehr hier oben ist... ja, hier staut sich's halt, weil alle langsamer fahren müssen. Das passt schon. In der Stadt passt's. Hier unten, besonders hier dieses West-Ost-Ding, schaut überhaupt nicht gut aus. Da müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir das hier am besten machen können. Könnten hier das Südviertel natürlich auch als verkehrsberuhigten Bereich nehmen. Die Frage ist dann halt bloß wirklich, wo konnte ich das eigentlich nachschauen? Hier, Richtlinien. Verkehrsberuhigter Bereich, wo ist das? Wo ist das? Stadtplanung? Stadtplanung? Hochhaus, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Denn die Geschäfte bla bla bla, schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet und hat keinen Einfluss auf Autobahnen. Das Einzige, wir haben hier halt auch Gewerbegebiete. Das heißt, es wäre etwas blöd, wenn hier keine Laster mehr reinfahren dürfen. Ansonsten... aha. Großunternehmen, Industrieflächenplanung, noch effizienter arbeiten, Hightech, aha. Den Bodenrichtwert, der wird erhöht, kostet allerdings 4 Credits pro Wohngebäude. Das ist eine ganze Menge. Hochhausverbot, bla bla bla, nicht mit mir. Wir könnten hier natürlich auch ein paar Steuerentlastungen oder Steuererhöhungen einbauen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Bla bla bla. Verdoppelt die üblichen Gefängnisse. Apropos, wie schaut es denn gerade aus hier mit Strom? Strom ist okay, wird aber langsam knapp. Heizung ist schon knapp. Allerdings fehlt uns hier auch der Platz. Das heißt, das machen wir ein anderes Mal. Wasser passt. Müll passt gerade so. Gesundheit passt. Feuerwehr, Gefahr 25%. Da drüben bräuchten wir noch eine neue Feuerwache. Hier 7%, das passt. Und ansonsten, die Schulen müssten eigentlich auch passen. Da oben ist ja noch eine, die nicht in Funktion ist. Und hier ist irgendjemand krank.
Hier ist irgendjemand krank. Na super. Wir könnten hier natürlich noch eine... Ja genau, wir bauen hier einfach noch eine Sauna hin. Zum Beispiel hier hin. Da müssten die auch etwas zufriedener sein. Ich hoffe bloß, dass die auch tatsächlich gesund werden. Aber das war's dann auch für die heutige Folge von City Skylines. Hier unten sterben jetzt wieder die ganzen Leute. Ich hoffe, die nächste Todeswelle ist nicht schon wieder da. Aber wenn ich gerade auf den Stand hier unten schaue, dann ist, glaube ich, die nächste Todeswelle nicht mehr allzu weit weg. Mal schauen. Unser Geld schaut momentan auch nicht so gut aus. Das sinkt nämlich gerade. Und ich weiß auch nicht ganz warum, aber das werden wir dann schon sehen. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer gilt, Grüßli, euer Stau. Tschüss.